Sportler arbeiten ja schon seit Jahrzehnten gemeinsam mit Mentaltrainern. Ihre Gedanken entscheiden darüber, ob es zum Sieg oder zur Niederlage führen wird. Aber Gedanken können noch viel mehr, nämlich uns gesund machen, sagt Neurobiologe und Hirnforscher Dr. Markus Täuber. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Genau, und zwar sagen Sie das in Ihrem neuen Buch, es heißt Gedanken als Medizin. Ich frage jetzt ganz direkt, können Gedanken heilen oder müssen wir hier mit dieser Begriffsorientierung vorsichtig sein? Wir müssen mit dem Begriff vorsichtig sein, weil der sehr oft missbraucht auch wird. Und daher war es mir auch wichtig, dass Gedanken als Medizin, dass da alles wissenschaftlich auch Hand und Fuß hat. Und tatsächlich können Gedanken heilen, also zum Beispiel ein Migräneleidender, der täglich meditiert, sich innere Bilder vorstellt, kann seine Symptome um etwa die Hälfte reduzieren. Gleiches gibt es für Rückenschmerzen, für Allergien. Das ist alles in wissenschaftlichen Studien auch gezeigt. Jetzt muss ich Sie fragen, jetzt hat zum Beispiel, ich gehe mal auf Gelenksprobleme, gehe mal zum Knie, weil ich es jetzt gerade sehe. Ja. Jetzt hat jemand eine Abnutzung des Knies, furchtbare, also Knorpelabnutzung, furchtbare Schmerzen. Und der kann, und das ist, hat man auch im MR gesehen, also es ist alles wissenschaftlich belegt oder auch beziehungsweise diagnostiziert richtig. Und jetzt sagen Sie, ich kann mit meinen Gedanken den Schmerz im Knie ausschalten und gehen? Wir haben ja die Illusion, dass der Schmerz sitzt im Knie. In Wirklichkeit ist das Knie nur beschädigt, sendet Signale ans Gehirn und das Gehirn erzeugt den Schmerz. Also der ganze Körper ist eigentlich im Gehirn abgebildet und konstruiert sich dann zum Beispiel eine Schmerzwahrnehmung. Sagen Sie mal ein Beispiel, was wäre eine Übung jetzt zum Beispiel? Ich habe jetzt diesen Knieschmerz, wie kann ich den gedankenmäßig wegbekommen zum Beispiel? Also gesetzt er ist auch medizinisch abgeklärt, würde ich mal hineingehen in die Wahrnehmung dieses Schmerzes, also schauen, welche Größe hat er, welche Form, dem eine Farbe geben, vielleicht dunkelrot, und kommt so in einen Zustimmungsmodus. Das heißt, das Gehirn geht sozusagen, löst Anspannung, geht in eine Akzeptanz hinein. Und dann im nächsten Schritt kann ich mir eine Lösung vorstellen, zum Beispiel, dass weiße Farbe drüber gemalt wird. Weiß assoziiert das Gehirn mit Heilung, mit Reinigung auch, das haben wir gelernt. Und so können wir zum Beispiel Muskeln und Sehnen entspannen. Ist das wissenschaftlich belegt und wodurch? Also es gibt Studien, die zeigen, dass Meditation, mentales Training, Hypnose wirkt, dass diese inneren Bilder auch wirken. Und ich glaube, viele Menschen stellen sich Gedanken falsch vor. Sie glauben, das ist so wie Luft, das ist nichts Greifbares, was Esoterisches. Aber in Wirklichkeit sind es ja Nervenzellaktivitäten. Da oben fließt Strom, da oben werden Substanzen erzeugt und die machen nicht im Hals Halt, sondern die gehen durch den ganzen Körper und können dort auch Wirkung entfalten. Gut, also jetzt kann, Sie sagen, es kann gesund machen, aber da muss ich im Umkehrschluss ja fragen, negative Gedanken sind dann schlecht für mich und können mich krank machen. Also ich sage sogar noch provokanter, derjenige, der krank ist, ist selber daran schuld an seinem Leid? Also eine Krankheit hat immer mehrere Faktoren, die Psyche ist einer davon. Und ich stelle mir Gedanken so ein bisschen vor wie ein Lebensstil, also wie Ernährung und Bewegung auch. Und die positive Message, die ich mit dem Buch geben will, ist, hey, du kannst deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen und sowas Gutes für deine Gesundheit tun. Okay, also die zum Beispiel mit Farben arbeiten, das ist eine Möglichkeit. Gibt es noch eine andere Übung oder eine andere Assoziation? Also im Prinzip kann sich jeder dann ein Bild auch suchen, wenn ich zum Beispiel unter Migräne leide und die Schläfen sind ja da erweitert während der Migräne, kann ich mir vorstellen, wie die zusammengezogen werden, zum Beispiel, wenn da ein Eiswürfel liegt. Sowas kann man trainieren und dann eben den Körper beeinflussen. Ah, und dann auftauen zum Beispiel durch Wärmegedanken etc. Wäre eine Möglichkeit. Richtig, ja. Gibt es irgendwas im Körper, was man nicht beeinflussen könnte mit den Gedanken? Das ist eine schwierige Frage, wo die Grenzen wirklich liegen, aber ich sage, also wir brauchen ja für die Gedanken unser Stirnhirn. Und wenn das massiv beschädigt ist bei einer fortgeschrittenen Demenz, dann wird es schwierig, sagen wir es einmal so. Jetzt gibt es, also gilt zielgerichtetes Denken jetzt auch für andere Dinge im Alltag? Das Prinzip für alle Bereiche des Lebens. Also im Businessbereich zum Beispiel, wenn ich besser verkaufen, besser führen möchte, dann kann ich mir so Gespräche im Kopf mal vorstellen. Aber nicht nur, wie es perfekt laufen, sondern auch, welche Probleme, welche Hindernisse gibt es und wie ich die bewältige. Und das erzeugt mehr Selbstvertrauen, aber eben auch die Performance wird dadurch auch erhöht. In Ihrem Buch haben Sie ein interessantes Kapitel, da sagen Sie, eine Wunderheilung ist mit einem Hormon, mit einem bestimmten Hormon im Zusammenhang. Welches ist denn das? Das ist Oxytocin. Also wenn ich Vertrauen habe in eine Methode, in einen Therapeuten oder
auch Energetiker oder was auch immer, ist vollkommen egal, welche Methode, wenn ich Vertrauen habe, bilde ich Oxytocin und das reduziert das Stresshormon Cortisol. Und dadurch fühle ich mich viel besser und entspannter und in weiterer Folge werden auch andere Hormone dadurch beeinflusst. Und das Gehirn steuert letztendlich unsere Muskeln, oder? Diese Botenstoffe da senden, oder? Ja, und zwar auch die glatte Muskulatur, die jetzt nicht willentlich beeinflussbar ist, die Blutgefäße umzieht oder auch durch die Eingeweide geht, bei Reizdarm zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Also mit Bildern kann ich die glatte Muskulatur beeinflussen. Ein hochspannendes Thema, sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren und ich danke Ihnen für das Buch Gedanken als Medizin. Dankeschön.